Die heurige Sonderausstellung im Museum Kitzbühel beschäftigt sich mit dem Leben und der Arbeit am Bauernhof. Unter dem Titel Dennsteu und Hormat hat sich das Museum in beeindruckender Weise fast in einen Bauernhof verwandelt, um so in begreifbarer Form diese Thematik zu veranschaulichen. Es geht hier um Kunst vom Bauernhof. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Es sind zwei Aspekte. Einmal die Kunst, die mit Bildern Bauernhöfe zeigt. Da haben wir 6 ganz prominente Vertreter der Tiroler Moderne hier. Natürlich ist unser Kitzbühler, der Alfons Walde, vertreten, aber eben auch andere namhafte, die zeigen ihre Ansicht vom Bauernhof. Und dann haben wir noch etwas anderes, das hat ein bisschen ein Augenzwinkern, etwas Lustiges. Junge Künstler, die sich mit der Vorratswirtschaft, mit der Architektur und auch mit der Viehhaltung am Bauernhof beschäftigen. Alles ein bisschen mit einem Augenzwinkern, sodass man ein bisschen schmunzeln muss, wenn man in unseren Raum reinkommt und der aussieht fast wie eine Rehm, auf der das Heu gelagert ist und nebenbei grasen die Kühe. Es passt ja auch wunderbar ins Museumsgebäude, denn früher war es ja auch ein bäuerliches Gebäude. Ja, genau genommen war es kein bäuerliches Gebäude, aber es hat eine Architektur, die an Bauernhöfe ein bisschen erinnert und deswegen passt die Ausstellung sehr gut. Es war früher der Getreidekasten der Stadt. Es hat also sehr, sehr lange als Ort gedient, wo das Getreide gelagert wurde und insofern natürlich ein ganz konkreter Zusammenhang mit der Landwirtschaft. Er ist einer der ausstellenden Künstler hier im Museum. Erich, du stellst Skulpturen aus. Was sind das für Skulpturen genau? Das sind hauptsächlich Stelen aus Holz, die bearbeitet oder wenig bearbeitet. Eigentlich hauptsächlich Sachen dazu ergänze und restauriere. Man könnte mich auch als Restaurator bezeichnen in dem Fall. Es geht ja um Kunst vom Bauernhof und du nimmst ja die Elemente für deine Kunst direkt von alten Bauernhöfen. Ja, das ist jetzt nicht nur von alten Bauernhäusern, sondern von meinem Bauernhaus. Das ist das alte Bauernhaus, das wir angetragen haben und sozusagen versuche ich in der Arbeit was zu erhalten. In erster Linie waren es Arbeiten für mich selber. Das habe ich auch schon 1990 aber da angefangen. Und das hat sich halt dazu entwickelt, dass man das eigenständige Kunst geworden ist. Also als klassischer Bildhauer, das ist jetzt in dem Fall da jetzt eben nicht so. Es ist ja nur ein Konservieren und Erhalten. Aber es ist ein eigenes Kunstobjekt geworden daraus. Das sind also ganz persönliche Stücke. Wir stehen neben einem Ausstellungsstück, das welchen Titel trägt? Ein Zierkopf zum Beispiel. Das ist ein Element aus vom Balkon, der hat den Balkon trug und der Zierkopf ist deswegen, weil er eben ausgeschnitten ist. Und das Bienenwachs drüber, das ist sozusagen die Konservierung, die ich da an dem Objekt da mache, weil wir selber Bienen haben. Das ist das eigene Bienenwachs der Bienen, das ich da verwende. Louis Fasching präsentiert Gras- und Heuobjekte. Louis, wie bist du dazu gekommen, aus Heu Kunst zu machen?
Ich wollte immer eine künstliche Welt darstellen und Heu in diesem Sinne, in diesem Ambiente, stellt eine künstliche Welt dar. Und es entstammt einfach aus dem Heustadel, die seine, eine Impression, ein Impressionismus, weil das sind Lichtspiele, die da entstehen, die sich da bilden. Und es ist immer so, dass das ja nur die Menschen sind, die dort arbeiten. Das sind sehr wenige, wie man weiß. Und das hat mich also seinerseits inspiriert, in dieser Richtung Michel Foucault'scher Weise, in dieser Weise weiterzuarbeiten. Wie genau gehst du bei deiner Arbeit vor? Naja, der Prozess ist immer wieder verschieden. Man nimmt irgendwo, wie bei einem Strick, eine Seele aus dem Strick auf und spinnt daraus wieder einen Faden. Das heißt, etwas einfach wiedergeben ist ja langweilig in der Kunst, dann wäre es keine Kunst. Sondern immer einen Teil herausnehmen und den aufblasen, verändern und dann entstehen eben solche Sachen, die dann, wie so heißt, die konkrete Poesie, die gibt es ja, hier kann man sagen, die unmittelbare Poesie. Jetzt das Objekt, vor dem wir jetzt stehen, trägt den Titel Sieben Grenzen. Was sagt dieses Objekt für dich aus? Sieben Grenzen, das ist eigentlich ganz banal und ganz einfach. Die entstehen einfach durch verschiedene Feldstücke, entstehen Grenzen. Und wie man weiß, Grenzen sind meistens keine friedliche Angelegenheit. Die entstehen nicht von selber, sondern hier wird gerauft, gehandelt und so weiter, bis irgendwann einmal so eine Grenze da ist. Und diese Raufhändel, wenn man es genau sieht, ergeben dann diese wunderschöne, wie man sagt, Landschaft, diese friedliche Landschaft, die überhaupt keine friedliche ist. Nicht, dass es einen Grund geben müsste, aber gibt es einen bestimmten Anlass für die Ausstellung Denn, Steu und Heimat? Ja, den gibt es. Es erscheint heuer im September ein Buch zur Kitzbüheler Höfergeschichte. Das ist ein Buch, in dem die Geschichte der Kitzbüheler Bauernhöfe dokumentiert wird, in Wort und Bild. Und das soll im September präsentiert werden. Und aus diesem Anlass haben wir heuer im Museum gesagt, wir stellen das Thema Bauernhof in den Mittelpunkt der Sonderausstellung. Es sind ja sehr viele Bauernhöfe, die es in Kitzbühel gibt, die es auch vorzustellen gibt in diesem Buch. Man arbeitet ja schon sehr lange an diesem Projekt. Ja, diese Forschung über die Kitzbüheler Bauernhöfe geht jetzt schon über 15 Jahre zurück. Das ist sehr, sehr langwierig, weil man in vielen alten Quellen nachschauen muss und die Geschichte der einzelnen Höfe überhaupt erst rekonstruieren muss. Und da hat eine Fachfrau, eine Historikerin, Frau Dr. Monika Joost, sehr, sehr viel Arbeit damit gehabt und immer noch, damit dieses Buch erscheint. Und es braucht sehr viel Know-how und sehr viel Fleiß und Geduld und Zeit. Aber der Erscheinungstermin steht jetzt sozusagen unmittelbar bevor. Wann ist es denn soweit? Es soll der 19. September sein. Ich bin ein bisschen vorsichtig, weil es hat schon einmal Erscheinungstermine gegeben und wir mussten es dann ein bisschen verschieben, aber es schaut jetzt gut aus. Ich bin ja als Herausgeber auch dafür zuständig, dass die ganzen Bilder dazukommen, dass alles korrigiert wird und seine Ordnung hat und so weiter. Aber es schaut jetzt gut aus, dass wir das also hinbringen, dass das also mit einer entsprechenden Grafik und dass es ein gefälliges Buch wird über einen wichtigen Aspekt von Kitzbühel. Und es schaut auch ganz gut aus, dass man dieses Buch auch hier im Museum bei der Ausstellung Denn, Steu und Heimat präsentieren kann. Ja. Was passiert denn mit den Skulpturen, wenn die Ausstellung hier im Museum vorbei ist? Die Skulpturen gehen wieder an die Eigentümer zurück, an die Künstler. Wobei, wenn sich jemand dafür interessiert, die kann man auch kaufen. Es ist keine Verkaufsausstellung in dem Sinne, wenn sich jemand dafür interessiert, kann sich mit den Künstlern in Verbindung setzen und dann kann er sie auch nach der Ausstellung entsprechend haben. Das ist sicher kein Problem.
Das Museum Kitzbühel widmet sich den ganzen Sommer über dem Thema Bauernhöfe, nicht nur mit dieser Ausstellung. Es gibt auch noch weitere Veranstaltungen. Wann kann man was erleben? Ja, also ganz konkret gesprochen, am 30. August gibt es eine Wanderung zu Kitzbüheler Bauernhöfen. Die fängt hier in dieser Ausstellung an und geht dann eine bestimmte Route an wichtigen Bauernhöfen vorbei. Und es wird mit einer Jause abgeschlossen. Dazu lädt der Museumsförderverein ein. Dann gibt es eine Filmvorführung von einem prämierten Film, der ein Heimatfilm ist und der in Kitzbüheler Bauernhöfen gedreht wurde. Deswegen auch für uns sehr besonders interessant ist. Ja, und schließlich natürlich die Buchpräsentation, die soll mit einem großen Fest gefeiert werden. Und als Abschlussfest haben wir noch einiges vor, dann in der Langen Nacht der Museen zum Thema Bauernhof und Bauernleben. Details werden noch nicht verraten? Nein, noch nicht. Die müssen zum Teil auch erst ausgebrütet werden.